herzlich willkommen zurück zu Nintendo Connect und dem Pocket Monster Update am 14.08.2020. Leider war es ein bisschen still, weil ich hatte erstens viel zu tun und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es war viel zu warm. Aber nur nach 3 Wochen Stille um die PMU sollte ich wenigstens mal die Neuigkeiten raushauen und zur letzten Bonuswoche zum GoFest auch noch ein paar Worte verlieren. All das und noch mehr nach dem Intro. Wie wohl einige mitbekommen haben, ist inzwischen August. Duh. Entsprechend hat sich natürlich auch wieder das Pokémon in den Feldforschungsbelohnungen geändert. In diesem Monat bekommen wir das Hautwechsel-Pokémon Zorokex. Ein Pokémon, das sonst bis jetzt eigentlich nur in der PvP-Liga anzutreffen war. Außerdem haben wir während des Go-Festes die Hyper-Bonus-Wochen freigeschaltet. Die Drachenwoche ist vorbei und die Enigma-Woche endet heute Abend, den 14. August um 22 Uhr. Mit dem Ende dieser Woche geht dann die Einal-Woche bis zum 21. August um 22 Uhr an den Start. Dort treffen wir verstärkt Einal-Pokémon mit den neuen regionalen Bisofrank in New York. Außerdem wird Genesekt in Stufe 5 Raids unterwegs sein und mit Glück auch Shiny sein. Was diese Woche noch auch ansteht, ist die Go-Fest-Entschädigung. Die findet nämlich am Sonntag, den 16. August zwischen 11 und 14 Uhr statt. Ähnlich wie beim Go-Fest wird stündlich ein Habitat durchgewechselt, und zwar in der Reihenfolge Feuer, Wasser und Freundschaft. Dazu gibt's eine kostenlose Box mit 2 Rauch- und 2 Fernraid-Pässen, welche wir nur einlösen können, wenn wir weniger als 3 Fernraid-Pässe im Beutel haben. Außerdem gibt's in diesem Zeitraum auch Sonderbonbons aus Geschenken. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber ich meine gelesen zu haben, dass wir an diesem Tag auch 30 Geschenke öffnen kann. Beim GoFest selber waren es 200. Entsprechend spart euch die Geschenkeöffnerei bis 11 Uhr auf und benutzt den Rauch, um auch von den Habitaten am meisten rauszubekommen. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dieses GoFest-Entschädigungsevent gibt es nur für Leute, die auch ein GoFest-Ticket haben. Was vielleicht auch für ein bisschen Wirbel gesorgt hat, ist das Pokémünzensystem. Bisher war dieses ja nur als Test in Australien am Start, wurde nun aber auf Taiwan, Neuseeland und uns hier in Deutschland ausgeweitet. Das bedeutet im Klartext, wir bekommen nur noch 30 Münzen aus Arenen am Tag, eine davon alle 10 Minuten, also müsse ein Pokémon nur noch für 5 Stunden eine Arena verteidigen. Die übrigen 20 folgen nun aus einer Aufgabenkette, die wir alle lösen müssen, um auch alle Münzen zu bekommen. Der einzige Unterschied zu den Quests aus Australien zu uns ist, dass jetzt nun Team Go Rocket Quests hinzugekommen sind. Namentlich besiege ein Team Go Rocket Rüpel und besiege ein Team Go Rocket Boss. Niantic hat allerdings sehr schnell auf das Feedback reagiert und den Boss aus der Gleichung rausgenommen. Wir müssen uns also keine Sorge mehr machen, dass wir für die 20 Münzen noch irgendwo ein Team Go Rocket Boss auftreiben müssen. Allerdings, das habe ich heute Morgen selber gemerkt, ein Team Go Rocket Boss gilt nicht als Rüpel. In den 5 schwierigen Aufgaben hatte ich auch die letzten paar Tage jeden Tag gewinne einen Raid. Was ich persönlich nicht so schlimm finde, irgendwo ist immer ein 1-2-Sterne-Raid und ein freier Raidpass ist auch zur Verfügung. Was natürlich ein bisschen sehr ärgerlich für die Spieler auf dem Land ist. Entsprechend regt sich auch das ganze Internet drüber auf, weil eigentlich soll man ja zu Hause bleiben und so weiter, ich verstehe es ja schon. Aber wo ich eher glaube, dass sich sehr viele Leute dran reiben werden, ist der fabelhafte Wurf, der mitunter verlangt wird. Und ich würde jetzt mal eher darauf wetten, dass Leute dann sogar freiwillig Raids machen, weil die Raid-Bosse in der Regel einfacher zu treffen sind. Was haltet ihr jetzt nach ein paar Tagen von dem neuen Münzsystem? Ich tatsächlich finde es sehr angenehm und kann mich nicht beschweren. Wie seht ihr das? Niantic hat vor kurzem auch einen kleinen Ausblick auf September und Oktober gegeben, nämlich die Community Days. Ohne genauere Angaben haben wir Glumanda, Raupi, Slimer und Porygon zur Auswahl. Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin mir sehr sicher, dass Porygon im September als Community Day ausgewählt wird. Warum? Ein neues Shiny im Spiel. Danach denke ich mal, dass Glumanda sehr wahrscheinlich im Oktober ausgewählt wird, weil es letztlich ein Fan-Favorite ist und es folgen die baldigen Mega-Entwicklungen, die auch mit dem Carpador Community Day durchaus zusammenhängen könnten. Aber wenn ihr mich fragt, und ich bin ein begnadeter Glumanda-Fan, ich hätte dann doch lieber Raupi als Community Day, weil wenn Hornlio einen kriegt, hat Raupi ihn erst recht verdient. Aber wie gesagt, wir haben keine weiteren Details, etwa wie gewählt wird oder die eigentlichen Daten. Wir haben bis jetzt einfach nur die Ankündigung. Was denkt ihr? Ist das eine gute Idee? Mögt ihr die Auswahl? Oder hättet ihr doch gerne lieber wieder vorhersehbare Community Days, ohne dass die Community sich einmischt? Schreibt das mir gerne unten in die Kommentare. Kommen wir nun zu 2 kleinen Videotipps unsererseits. Und zwar haben wir letzte Woche am Sonntag ja schon hochgeladen das Interview mit Julia Bautz.
Das ist die deutsche Stimme von Chloe in Pokémon Reisen und unter anderem auch als Macherie in One Piece, Ragdoll in My Hero Academia und Sonoka Kikuchi aus Food Wars bekannt. Oder für die Fans der Shooter-Reihe Borderlands als Ava. Yo, ich hab da was. Willst du was? Das Interview ist sehr unterhaltsam anzuhören und der Karim hat durchaus ein paar sehr gute Fragen gestellt und Julia hat super geantwortet. Entsprechend gebt euch das Video, ich werde es in der Endcard verlinken und ihr solltet es oben rechts auch eingeblendet sehen. Unser letzter YouTube-Tipp ist die finale Episode der Zwielichtschwingen, welche mit einem bombastischen Animationsfeuerwerk zwischen Roy und Delien endet. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ihr wisst ja, dass ich die Zwielichtschwingen-Reihe sehr gemocht habe und ehrlich gesagt, das war ein sehr würdiger Abgang. Und nun, last but not least, der Film Coco, der 23. Pokémon-Film, geht am 25. Dezember in Japan an den Start. Zusammen damit werden jetzt Zarude und Shiny Celebi als Download-Codes für Kartenvorbesteller verteilt. Entsprechend wundert euch nicht, dass ihr jetzt wahrscheinlich die vermehrt in Dino-Raids im Spiel sehen werdet. Die sind nun mal jetzt einfach legal vorhanden und können auch einfach verteilt werden. Wie die eigentliche Verteilung allerdings innerhalb von Europa oder explizit bei uns hier im deutschen Raum ausschaut, da ist uns die Pokémon Company noch Antworten schuldig. Aber sobald wir was erfahren, werdet ihr es hier als Erste erfahren. Was mich dann auch leider schon zur Schlussformel bringt, ich danke fürs Zuschauen, das war das Pocket Monster Update vom 14.08. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare eure Gedanken, sagt, was euch besonders gefallen hat und hey, kleine Meinungsrunde. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Hat euch Pokémon Go jetzt während der Corona-Zeit trotzdem noch Spaß gemacht, vor allem mit den neuen Änderungen? Oder hättet ihr dann doch lieber mal das alte Erlebnis zurück? Ich persönlich finde das digitale Go-Fest super, aber es ergänzt tatsächlich nicht das Erlebnis, das man in Dortmund zum Beispiel hatte. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ich bin raus. Danke, tschüss!